Wir haben unseren nächsten Gegner, Alturon, 2200. Ist auch ein bisschen aufpassen. Noch 95 Schnellstartpartien, aber 1200. Okay, wenn er besorgt, besorgt natürlich auch. Aber ich glaube, hätte ich jetzt auch so getan. Oh, Karo kann. Da können wir doch Fantasy spielen. Ja, und Fantasy. Okay, E6 ist jetzt so eine Art Französisch. Okay, und wir gehen wahrscheinlich in die Gambit-Variante rein, ne? Wenn er jetzt den Bauern rausnimmt. Ja, auch von den Bauern. Es gibt jetzt auch inzwischen viele, die spielen hier Springer E7. Aber auch durchaus mit ordentlichen Resultaten gegen mich, aber irgendwie sieht das sehr passiv aus. Na, er geht ja nie. Wir wollen auch, wir können ja natürlich nicht rausnehmen. Geht Dame H4 einfach und wir können eigentlich aufgeben. Ne, jetzt geht der, weil auf den könnte man Dame. Na, auf Dame H4 spielen wir mal Springer F2. Dann haben wir schönes Zentrum auf einer F-Linie, irgendwie G3, G2, kurz Rochade und Attacke. Ich weiß nicht, was Gossip im Chess empfiehlt. Also ich schaue mir natürlich ab und zu seine Videos an, aber inzwischen macht er ja keine lehrreichen Schachvideos mehr. Ne? Also wenn, ne? Es gibt diese Kurse, die ich natürlich nicht habe. Aber ich spiele dynamisches Schach. Ne? Und wer gegen Caro kann dynamisch Schach spielen will, der spielt Fantasy. Ne? Taktisches Schach. Schachstratege, moin moin. Live forever, dir eine gute Nacht. So, er sollte hier rausnehmen, sonst stehe ich aber klar besser. E5 ist vielleicht auch noch ein Zug. E5 ist aber hier kein einfach zu findender Zug. Ich glaube, ja, Springer F6 könnte ich auch schon. Nur, also, ich glaube, wenn er rausnimmt, das ist einfach plus 1,3, je nachdem, wie tief die Engine rechnet. Ja, ich glaube, E5 ist hier der Zug, den ich vor die meisten Probleme stelle. Ne? Aber auf den macht, kommt der. Weiß gar nicht. F5. F5, sehr interessant. Die Frage, ob ich hier den Springer angreifen sollte. Oder ich mache Dame H5. Auch sehr interessant. Ja, machen den mal. Wir wollen ja angreifen. Stimmt, gegen Caro Kann kann man natürlich auch Panov spielen, aber Panov ist ne, Panov ist Abtausch und dann C4. Ist eine Variante gegen Caro Kann, da hat man einen, so einen minimalen Vorteil. Und muss ihn erstmal verwerten. Und da gibt es auch sehr viel Theorie. Fantasy ist im Vergleich zu, da kann man hier schnell in völlig neue Stellungen reinkommen. Wenn man das möchte, weil es interessante Gambits gibt und alles. Und der Fantasy ist noch nicht so gut theoretisch erforscht wie vielleicht Panov oder so. So, König F8. Ich habe ja eher hauptsächlich mit G6 gerechnet. Das ist die Frage, machen wir jetzt Springer F4? Das wird nämlich Springer G6. Oder machen wir was ganz anderes? Ja, ich wollte Pfeile machen. Ne? Zum Beispiel der sieht sehr interessant aus. Oder Springer G5. Aber Springer F4 gefällt mir gut, weil der auch erstmal nichts abtauscht. Ich will ja nicht abtauschen, weil ich will angreifen. Geht wahrscheinlich sowas wie Dame E8. Genau, ne? Deckt Springer G6 ab. Aber jetzt wollte ich einfach Dame F3 zurückspielen und sagen, er hat sich ja sehr komisch aufgebaut. Ne? Und. Ich werde die Schwächen probieren auszunutzen. Ne? Springer D7 zum Beispiel ist, glaube ich, auch jetzt. Na gut, ne? Der wird als nächstes den machen, um den hier den Springer zu festigen. Das ist nicht dumm. Na doch, ha? Doch, der Zug ist nicht dumm. Ich dachte, weil sich das hier alles versperrt, aber ist schon wichtig, ne? Weil sonst wäre ich zu Läufer D3 gekommen und so bleibt der Springer da erstmal bestehen. Macht schon so einen Sinn. So, wir hochieren mal. Talvariante kann man natürlich auch gut spielen gegen Karo Kann. Ne, das ist Vorstoßen. Ne, weil da auch, glaube ich, viele direkt in die Mattfalle reingehen. Aber auf meinem Niveau passiert das natürlich eher weniger. Ja, nehmen wir da raus. G4 sieht mir auch sehr interessant aus.
Weil ich glaub, nicht wirklich glaube, dass er da rausnehmen kann. Ja, wahrscheinlich G4 und dann macht er irgendwie Springer G5 und dann habe ich das hier nicht richtig zu verteidigen. Im Nachhinein möchte ich ja eigentlich meinen Springer hier lieber haben, ne? Ich stehe der Läufer schon wieder im Weg. Ich glaube, er nimmt tatsächlich raus, weil der Läufer macht nicht viel. Ja, könnte leider mit dem Bauern rausnehmen, aber das ist halt eine dauerhafte Schwäche. Also ich denke, er wird mit dem Springer rausnehmen, dann machen wir Springer D3, gefolgt von Springer E5. Es droht er dann noch Dame E4, weil der F-Bauer gefesselt ist. Genau, ich meine, die, also, ich kann es mal kurz einzeichnen, ne, über was wir hier reden. Ja, halt irgendwie dann halt mit Springer E7, E6 und dann hier das Matt halt. Gibt ja verschiedene Stellungstypen, wo das möglich ist. Aber eigentlich, ne, sollte man als Schwarze da nur einmal drauf reinfallen, ne? Deswegen, nur weil das einem von 20 Gegnern passiert, ne, Schach ist nicht nur Eröffnungsfallen. So, ich würde gerne G4 spielen, Attacke. Ja, auch Stafford. Wer Stafford spielt, der wird damit auch ab und zu einen Kurzsieg zum Beispiel einfahren, weil der Gegner das sich, ne, in der Variante nicht auskennt. Aber es wird genauso Gegner geben, die sich damit auskennen und dann steht man einfach schlechter. Und da muss man halt, ne, das Für und Wider abwägen, was einem da lieber ist. Und so der Turm keine Felder mehr. Entweder wird ein Schach gehabt mit Gabel oder ne, der König versperrt direkt im Turm die Felder. So, wir müssen den ja auch gar nicht rausnehmen. Wir können erstmal abwarten. Weil hier stellen wir noch eine ganz andere Drohung auf. Turm schlägt F6 droht, ne? G kann ich schlagen, weil gefesselt und wenn der Turm schlägt, hängt die Dame durch. Ah, jetzt hängt die Dame nicht mehr. Aber, nee. Ja, wir machen einfach mal Turm F2 und verdoppeln. Weil ich sehe jetzt, ja, wahrscheinlich kann er sich entfesseln. Gut, aber wir können ja auch einfach rausnehmen. Die Dame ist ja gedeckt. Okay, er macht sogar Turm F8. Gut, jetzt nehmen wir mal hier raus. Und jetzt ist ja noch der feine Unterschied, dass hier nochmal eine zusätzliche Festung ist. Na, es nimmt sich nicht viel. Jetzt können wir sogar hier rausnehmen. Ja, ne, das ist dann doch ein bisschen eindeutig. Also ich glaube, ne, ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen. Ja, man kann den machen, ne, aber. Ja, hier E5, ja, E5. Nur ne, das ist wie gesagt, ne, plus 1,3, ich wusste es doch noch. Und F5 tatsächlich wegen Dame H5. Ja, Springer F4 ist ein bisschen zu direkt, ne? Läufer D3 einfach. Weil der Springer hier durchaus im Weg stehen kann. Ne? Läufer D3. Ich war mir halt nicht sicher, wie es hier eigentlich weitergeht, aber. Oh, das ist einmal matt. Ja, gut, ne? Und hier jetzt zu sagen, das ist plus 1,7. Gut, ne? Und so weit kann ich natürlich nicht rechnen. Ne, also zum Beispiel mit Dame E1. Ne? Ich hatte also sowas hier G5, ich denke halt an den und. Na gut, ne, wahrscheinlich kann ich hier auch einfach rausnehmen. Ne? Aber ich opfer erstmal einen Bauern. Ich habe zwei Bauern weniger und ich habe keinen direkten Angriff. In einer Schnellschachpartie sind das halt immer so Varianten, die man eher nicht spielen will. Aber die Engine, die sagt halt einfach, ja, du stehst halt einfach klar besser.